even get to cross. Was geht YouTube? Ich bin wieder zurück für euch mit einem neuen Destiny-Video und heute zeige ich euch einen kleinen Glitch in der Echo-Kammer und zwar wie ihr solo ganz alleine gegen den Endboss hier ankommt in weniger als 2 Minuten ohne irgendwie Stress zu haben. Bevor aber die ersten hier rumhaten und sagen, ah, du zeigst Glitches, machst das Spiel kaputt und so weiter, werde ich euch am Ende dieses Videos nochmal sagen, warum ich das hier zeige, also eine Begründung auf den Tisch hauen und zwar wie es hier funktioniert. Er packt halt das Relikt ganz normal rein und geht hinter dieser Säule, am besten da, wo ich auch gerade stehe, nicht von der anderen Seite, ganz wichtig, von der linken Seite hier, wenn man sich hier so orientieren darf. Jedenfalls, wenn er jetzt hier ganz langsam und entspannt um die Säule rumläuft, seht ihr, ha, der Boss bleibt offen, er schließt sich nicht. Und zwar schließt er sich überhaupt nicht, deswegen habt ihr gar keinen Zeitdruck oder so etwas. Ihr könnt hier in Ruhe alle Gegner töten und dann ganz entspannt weiter drauf schießen. Ihr habt wie gesagt kein Zeitlimit, er wird sich nicht schließen, wenn ihr hier 5 oder 10 Minuten rumsteht, er bleibt halt die ganze Zeit so. Deswegen braucht ihr da euch nicht zu beeilen. Ihr könnt das Ganze auch zu zweit oder zu dritt machen, allerdings ist dann der Platz das Problem, weil wirklich nur einer hier drauf schießen kann. Es muss halt wirklich von der linken Seite hier, also von der Seite, wo ich stehe, drauf geschossen werden. Wenn ihr von der anderen Seite drauf schießt, dann schließt er sich wieder und das Ganze geht ganz normal weiter wie gewohnt. Jedenfalls, warum ich diesen Glitch hier zeige, ihr kennt das bestimmt, ihr spielt heroische Strikes, ihr habt eure Streak aufgebaut, also hier dieses Vorhut-Streak, dass ihr einen besseren Loot bekommt und dann kriegt er richtige No-Hands ins Team. So einen richtigen Bobs, die einfach nichts machen, beziehungsweise am Anfang AFK rumstanden oder hier kurz vorm Endboss einfach mal rausgehen. Richtig unangenehm und ihr seid dann alleine beim Endboss und alleine ist es ziemlich schwer. Deswegen hier zeige ich euch halt das, wie ihr das alleine noch hinbekommt, falls ihr mal so im Stich gelassen werdet. Und ja, ihr seht schon, unter 2 Minuten das Ganze hier geschafft, gar kein Problem gehabt und das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr keine weiteren Destiny-Tipps, Tricks, Guides, Glitches und sonstiges verpassen wollt, abonnieren lohnt sich. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.